danach gefühlt habe. Und genau deshalb habe ich heute den Impuls, dir heute mal wieder ein Live-Video zu geben. Denn es geht immer darum, dass du das tust, was für dich gerade stimmig ist und nicht, weil es gerade so sein soll oder weil man es mal wieder tun muss, sondern wenn der Punkt da ist, der Zeitpunkt da ist, dann spürst du es ganz, ganz deutlich in dir selbst, wann du nach außen gehen sollst. Und um diese Zeiten zu überstehen, um eben dir Energie zu geben in diesen Zeiten, um bei dir zu bleiben, hilft einmal dieses Sonnenlicht. Das gibt dir Energie, es gibt dir Kraft, es lässt dich wieder weit werden und ja, stärkt dich auch. Aber es ist auch immer dieses Erden zwischendrin. Und mit dieser veränderten Erdfrequenz sind wir stetig gefordert. Dann kommen noch die ganzen Sternenkonstellationen dazu. Und ständig werden wir wieder aus unserer Mitte rausgeschmissen. Und genau das ist auch diese Zeitqualität, dass wir ständig aus unserer Mitte wieder rausgeschmissen werden, weil wir Dinge hinterfragen sollen, die uns nicht mehr zugehörig sind, die nicht stimmig sind. Nicht plötzlich, sondern die waren eigentlich noch nie stimmig. Und jetzt gilt es eben, diese Themen sich mehr und mehr anzugucken. Und wenn du gerade meinst, es läuft jetzt gerade mal rund und der rote Faden ist da oder dein Weg, und dann kommt immer irgendwas und das schmeißt sich wieder aus der Bahn. Und dann kannst du dich hinterfragen, was es denn ist. Und genau mit dieser Zeitqualität kommt es stetig. Und es ist irgendwie nichts mehr konstant, hast du vielleicht auch gemerkt, sondern wenn mal eine Zeit lang was konstant läuft und dann reißt es sich plötzlich wieder raus und du fragst dich warum. Und genau um da durchzukommen, um damit klarzukommen, gilt es sich immer wieder zu stabilisieren. Stabilisieren, indem du eben dich erdest. Wie du weißt, mache ich das ja gerne mit dem Licht, was von oben nach unten durch dich durchfließt und wo du dich dann mit Mutter Erde verbindest. Oder aber, indem du dein Aurafeld stärkst. Eine Übung ist, dass du dich an die Wand stellst. An eine Wand, wo du dich mit dem kompletten, mit der kompletten Rückseite anlehnst, auch mit dem Hinterkopf. Und zwar nicht so, sondern gerade. Und auch die Füße, also die Fersen, tu die an die Wand. Und die Hände, die Handflächen, also nicht die Handflächen, sondern die Handrücken, tu die an die Wand. Und atme tief ein und aus. Zusätzlich kannst du die Lichtatmung machen. Und das stärkt dich dann. Und dann bist du wieder bei dir. Und dann kannst du daraus auch klären, ob diese Themen wirklich deine Themen sind oder ob sie einfach der Vergangenheit angehören. So passiert es, dass Themen sich zeigen, die aber dann mit Liebe gehen. Und so gehen irgendwelche Themen oder Menschen aus deinem Leben und es macht dir aber nichts aus. Und dann war es ein Aspekt, weshalb ihr zusammen wart, weshalb ihr eine Verbindung gelebt habt. Und die ist dann aber auch vorbei. Und dann ist es in Ordnung. Wenn es schmerzt, darfst du da noch hingucken. Wenn es nicht mehr schmerzt, auf zu neuen Themen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderbare Spät-Oktoberzeit oder nee, Spät- oder Herbstzeit. Ich wünsche dir eine wunderbare Herbstzeit und genieß diese letzten Sonnenstrahlen. Bis ganz bald. Ciao, ciao.